Hey meine Rabaugen und piu, piu, piu. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Quick Survival Games auf Nuketown. Und wir schauen jetzt mal, was wir in den Kisten so finden. Oh, zwei Brot, das ist schon sehr krass. Oh, die Kiste war tatsächlich ziemlich gut. Jetzt brauchen wir nur noch eine Waffe. Eine Waffe. Jawohl, da haben wir eine Waffe. Alter. Ja, genau. Hier, aber nicht mit uns. Uff, das war übel. Alter, mega knapp schon. Da ist ja ein Volleisen auf jeden Fall am Stil. Erstmal regenerieren. Wir haben ein Thema mitgebracht, nämlich Minecraft 1.9, das riesengroße PvP-Update. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich natürlich ankündigen, ja, heute gibt es nämlich ein Minecraft-Mark-Stream. Wenn ihr da auf jeden Fall mal vorbei schlawinern wollt, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Es geht 14 Uhr los, wird, denke ich mal, so 2-3 Stündchen gehen, nicht so lang, aber ein bisschen auf jeden Fall. Und er wird mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut und auch aktiv am Projekt quasi beteiligt seid. Denn, Alter, Double Kill. Denn ihr könnt quasi im Chat mitbestimmen, was ich wie bauen soll und bauen werde, was am coolsten ist, dies, das. Das entscheidet letzten Endes alles ihr im Chat. Also würde mich auf jeden Fall freuen. Wir machen durch die Krone, ganz klasse. Ja, zack. So. Vielleicht gibt es auch noch PvP dann am Ende, wenn wir Bock haben. Wie wir wollen einfach. Das ist ja Wochenende jetzt, wie wir wollen. Aber jetzt zum Thema, Leute. Ich will nicht wieder lang rumpalern. Minecraft 1.9, das Update steht unmittelbar bevor. Wann es genau kommt, weiß man noch nicht. Aber es kann noch nicht lange dauern. Das 1.9 Update, ne? Und das Krasse ist, und das gab es, glaube ich, in Minecraft so noch nie. Vielleicht irre ich mich jetzt auch, aber ich glaube, es gab es noch nie. Es soll ein PvP-Update werden. Beziehungsweise kein PvP-Update, sondern ein Kampf-Update. Ja, das heißt, es soll sich wirklich nur ums Kämpfen drehen, was letzten Endes halt auch sehr viel PvP ist. Und das finde ich so nice, Alter. Bin echt mal gespannt, was sie dafür für Ideen raushauen. Ich hau auf jeden Fall mal den Link dazu zu dem offiziellen Post auf in die Beschreibung an, da könnt ihr da auch mal vorbeichecken. Und er hat dazu geschrieben, ja, wir wollen auf jeden Fall was am Kämpfen ändern und haut doch mal eure Ideen in die Kommentare. Und da haben halt ganz viele Leute ihre Ideen in die Kommentare geschrieben. Und da will ich mal ein paar vortragen, weil ich ein paar Ideen eigentlich sogar echt ziemlich nice fand. Zum Beispiel hat einer geschrieben, es wäre doch cool, wie er es schon bei manchen Mods der Fall ist, dass man, wenn man einfach zwei Schwerter haben könnte, so eins links, eins rechts, so eins quasi mit links schlägt man mit der linken. Mit der linken Maustaste schlägt man mit dem linken Schwert, mit der rechten Maustaste schlägt man mit dem rechten Schwert. Das wäre doch übernice. Oder wenn es, oder was auch einer geschrieben hat zum Beispiel, wenn man ein Schild haben könnte. Quasi links ein Schwert, rechts ein Schild. Zum Beispiel, also man hat links eine kleine Waffe und rechts ein Schild. Oder man hat quasi so eine Beidhänderwaffe, wie so ein Langschwert oder so. Da ist man dann mit beiden Händen belegt. Also quasi wie in so Mittelalter-Rollenspielen oder so. Das wäre auf jeden Fall übelst nice. Also weiß ich nicht. Und es gab so viele Ideen. Dann gab es zum Beispiel eine Idee, dass man quasi Hitboxen einführt. Also jetzt, wo ich gerade mit dem Bogen schieße. Also das ist quasi, wenn ich am Kopf treffe, dass ich dann mehr näher abziehe. Und wenn ich auf den Brust treffe, wenn ich auf die Brust treffe, hat auch noch ein bisschen was. Aber wenn ich zum Beispiel in die Füße schieße, ziehe ich am wenigsten ab. Also, und zum Beispiel, dass wenn ich jetzt den Helm treffe beim Gegner, dass dann auch wirklich nur der Helm an Haltbarkeit verliert und nicht die gesamte Rüstung, wie es ja jetzt ist. JJ! Und es sind noch viele, viele andere Vorschläge. Ich würde sagen, wir reden darüber noch auf der zweiten Map. Und lasst auf jeden Fall schon mal einen Däumchen nach oben da, wenn ihr euch auch auf das 1.9 Update freut. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns gleich auf der zweiten Map. Hey Leute, sind wir auf der zweiten Map jetzt hier auf, Gott, wie heißt die, Inferno. Ist das Inferno? I don't know, man. Wir sind nicht auf irgendeiner Map. Und jetzt let's go, wir haben eine Krone, wir haben Boot, wir haben alles, was... oh, ein Steinschild, ja, wir haben doch noch nicht alles, was wir brauchen, das nehmen wir doch nochmal gerne mit, ne. So, let's go, wir reden mal über das Update. Großes Problem an dem ganzen Update, ja, ist, es steht halt noch nicht so viel fest. Alter, ich dachte, der hat einen Dia-Panzer, dabei war das nur sein komischer Skin, Alter. Oh, nee, ihr haut mal ab. So. Sache ist halt nämlich, es steht weder fest, wann das Ganze kommen soll, noch steht fest, was wirklich geändert wird. Sie haben erstmal nur gesagt, was es werden soll und dass man halt Vorschläge darunter reinposten kann. Deswegen kann ich jetzt halt auch, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist im Grunde, diese Vorschläge euch vorzulesen von den Leuten, also die besten so, weil da ist auch viel Bullshit dabei, aber so die besten Vorschläge euch vorzulesen. Das ist im Grunde das Einzige, was ich momentan machen kann. Aber ihr könnt ja auch mal selbst Vorschläge in die Kommentare schreiben, worauf ihr so Bock hättet, was so mit 1.9 kommen soll, was am PvP geändert werden soll. Es gab auf jeden Fall noch ein paar weitere coole Vorschläge, die werde ich jetzt mal kurz erläutern. Zum Beispiel gab es den Vorschlag, dass
Mit den Rüstungen ist ja nicht so cool eigentlich, ne? Also es ist ja, wenn man zum Beispiel jetzt an Varro denkt, in Varro ist es im Grunde so, jeder rüstet sich instant mit Eisen aus, die anderen Rüstungen macht man sich gar nicht, Alter, macht ja auch gar keinen Sinn. Und dann ist es einfach ein Race zu, Alter, okay, das leckt unmenschlich. Und dann ist es einfach so ein Race zu Diamant, ne? Also das ist ja irgendwie jetzt auch nicht so der Bringer, dass man zum Beispiel Leder, Gold, Kette kann man sich glaube ich nicht mal machen. Auf jeden Fall, dass man das halt einfach alles gar nicht verwendet, ist ja irgendwie auch Schwachsinn. Und da hat halt Leute vorgeschlagen, ja, es wäre doch irgendwie cool, wenn man da irgendwie das so macht, dass man halt die anderen Rüstungen auch verwenden kann, dass die einfach halt auch gut genug sind. Und das könnte man zum Beispiel machen, indem man halt den verschiedenen Rüstungen verschiedene... Ah, wieso leckt das jetzt so komisch? Aber dass man den verschiedenen Rüstungen auch verschiedene Eigenschaften zu, weil zum Beispiel, dass eine Lederrüstung einem schneller macht, dass man bei Gold höher springen kann, weiß ich, ja, irgendwie sowas. Oder dass man, oder dass man vielleicht schneller schwimmen kann oder keine Ahnung. Alter, wieso leckt denn das so bei mir? Das fuckt mich jetzt gerade schon ein bisschen ab. Okay. Ah, der muss auch so low sein. Ist das One-on-One? Oh ja, das ist der letzte, der Nasty Boy. Weil wir haben noch einen Gold Apple, den wir uns jetzt hier gegönnt haben. Ah, go. Leute, der hat an der Ecke gecampt, Alter. Oh, easy, Alter. Boom, in der Ecke campen bringt dir gar nichts. JJ! Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war's für heute. Heute mal ein kurzes, knackiges Video. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von den 1.9 Update haltet. Und checkt auf jeden Fall bei einem Livestream vorbei. Und wir sehen uns morgen. Schaut beim Livestream jetzt vorbei, Leute. Ist online. Das Link ist in der Videobeschreibung. Checkt auf jeden Fall den Livestream aus. Wir sehen uns morgen. Tschüss.